So Leute, weiter geht's mit Part 9 meines Anno Let's Plays. Zurück zum Spiel. So. Wo waren wir? Wir wollten denen zugucken, wie die sich weiterentwickeln. Ab 190 Siedlern. Okay, die kriege ich noch hin. Einfach mal. Ha, meine Bilanz ist cool. Ich habe ein kleines Problem. Vielleicht könnt ihr mir ja bei der Lösung. Nur hereinspaziert. Wo soll ich's bergen? Wo? Meint ihr hier oben was? Ah, da, okay. Schnell hin. Zum Glück machen die Bots das nicht. Kapitän auf der Brücke. Aber. Weiß nicht, also Multiplayer habe ich noch nicht so gespielt. Und, ja. Ich denke mal, da ist es schwieriger, den Auftrag zu erfüllen, weil wenn man da nicht sofort reagiert, dann... Alter, was macht der Wal denn da? Ist der doof? Wenn man den nicht irgendwie sofort einsammelt oder macht, was er will, dann ist schon... Ja, hast du verschissen. Weil die anderen dann eigentlich schneller sind. Wird ausgeführt. Also bringen wir den mal ganz fix hier hin. Ach, solange der fährt, können wir mal gucken, wie es unserer Siedlung hier unten geht. Schon so viele. Okay, Schule wird jetzt anerkannt. Die kann ich mal ein bisschen hochschrauben. Ach, Alkohol habe ich ja auch. Nur Tabak. Nee, da kann ich jetzt nicht mit liefern. Weil das ist dann doch... Ja, habe ich zu wenig einfach von. Ich könnte jetzt hier kaufen, aber... Neue Ware, eben eingetroffen. 250. Eine Handelsroute, fehlen die Waren. Oh, wie, was fehlen die Waren? Ach so. Ach, Alkohol brauche ich jetzt selbst. Das heißt, ich nehme hier mal Alkohol raus. Ja, und der kann mir Werkzeug immer liefern. Davon habe ich ja hier genug und der liefert immer eins und das reicht dann auch. Den hatte ich. Oh, ihr bringt mir wie versprochen meine Waren. Ja, Waffen? Nee. Ich bleibe erst noch friedlich. Ich danke euch, dass ihr diesen Auftrag für mich erledigt habt. Nur, ich frage mich, wo der. Das war ausgezeichnete Arbeit. Ich frage mich, wo der Pirat ist. Unglaublich, wie schnell ihr diesen Auftrag erledigt habt. Erledigt. Ja. Obwohl, wir können ja mal nachgucken. Das ist der. Das eine. Ureinwohnerdörflein. Das ist noch eine leere Insel. Die zu klein ist. Auch eine leere Insel. Ich habe schon immer gewusst, dass ihr zu den ganz Großen gehört. Ja, ja, schleim hier mal rum. Irgendwo muss doch der Pirat sein. Ich wäre hoch erfreut, würdet ihr unsere Freundschaft durch ein Bündnis krönen. Ja, ja, der Fetti schleimt sich ein. Glücklich. Ja, ja, der Fetti ist glücklich. Wo ist der blöde Pirat? Alter, ich muss ich jetzt meinen ersten Partner mal gucken nachher, um zu gucken, ob ich den blöden Pirat eingeschaltet habe oder nicht, oder wie? Ihr könnt es mir ja in die Kommentare schreiben, weil ich will jetzt nicht nachgucken oder beziehungsweise nachher. Ein Besuch bei euch und meine Laune steigt. Ja, das ist doch schön. So, hier sind alle weiterentwickelt. So sehen wir das gerne. Dann können wir ja noch ein Häuslein bauen. Okay, wenn jetzt hier eine Krankheit ausbricht, dann. Oder die, beziehungsweise die Pest, dann ist auch scheißegal. Die haben alles, okay. Hier wird's mit Alkohol knapp. Wo wird's denn. Okay. Ich habe auch nur ein. Dein Dingsbums, was die Hopfen verarbeitet. So, beschleunigen wir das Ganze mal. Ich hoffe, die werden jetzt nicht quengelig, weil der Alkohol langsam vergeht.
Ist auch schon ein bisschen wenig. Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Was willst du, hä? Vielleicht liegt das daran, dass... Keine Ahnung. Wo ist denn mein Schifflein? Der klaut sich hier noch Alkohol. Hat sich seine Route nicht geändert? Der darf sich gar kein Alkohol nehmen. So. Zur Not muss ich hier oben Alkohol einkaufen. Wie war das, wenn man... Man musste 500.000 Gold haben. Ich habe 32.000 Gold. Das ist... Ja, noch sehr, sehr weit entfernt. Aber meine Bilanz ist gerade so recht gut. Ich habe mal gesehen, wenn ich immer die... aufhöre zu spielen. Dann sicher diese Rangliste. Und da stehe ich am ersten Platz. Auf dem ersten Platz. Ist ganz gut. Was sollte das denn für eine Aussage sein? Immerhin reicht es, um satt zu werden. Am Arsch. Ey, okay, ich muss... Ja, ich verkaufe Holz. Cool. Ist sehr cool. Ich kaufe jetzt mal Alkohol ein. Bis... 20. 20. So. Meine Bilanz ist ganz schön gut, würde ich mal sagen. Kann ich... Ja, sollte sie wohl. Das ist jetzt hier so ein bisschen doof. Hey, könnte man schön Häuser hinbauen. Ja, blöde Berge. Obwohl, wenn ich... Hier noch... Kann ich hier noch ein paar Häuser ranhängen. So, weiter geht's nicht ran. Und der dritte. Okay, die haben noch. Haben die hinten. Okay, ich glaube, der hat hier an mich Alkohol verkauft. Ja. Darf er gar nicht. Ich bin erst 16. Ich dürfte höchstens ein Bier, glaube ich. Ich trinke aber keinen Alkohol, deswegen... Ist mir jetzt auch egal. Das nächste Mal sehen wir uns vielleicht an meinem Kontor. Nein, ich will nicht zu deinem Kontor. Dein Kontor stinkt. Auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Mann, was willst denn du von mir? Wo ist denn das behinderte Kackerschiff? Das fährt hier gerade weg. Schiff, ahoi! Boah, Alter. Ja, es soll auch nur hinbringen. So. Ja, ich habe gerade Alkohol verschwendet, aber weil das nicht mehr ablädt. So. Ja, die haben doch alles, okay. Oh, der Freihändler hat mal wieder... Vulkan. Okay, habe ich schon so oft geglotzt, den Vulkan. Was ist, wenn ich die einfach mal weiterentwickeln lasse? Dann müsste ich aber deren Steuern runterschrauben. So, warten wir mal auf die Pfeile. Also Überblick. Dann gucken wir mal, was passiert. Welch ein Glück, dass ich bei euch meine Geschäfte tätigen darf. Ey, cool. Ja, mein Bilanz geht... Alter, scheiße, gehen meine Zahlen gerade hoch. Oh mein Gott. Mein Gott. Oh. Scheiße. Warte, wollen sich alle weiterentwickeln? Was ist, wenn ich jetzt meine Bilanz hochschraube? Oh, heftig. Heftig. Oh. Gott hält seine Hand schützend über unsere Siedlung.
Kann ich das aufbringen? Alter, ich schalte die jetzt frei. Das ist mir zu epic. Wir verfolgen eure Entwicklung mit großem persönlichem Interesse. Ihr habt da Beachtliches geleistet. Ja, ich hab Bürger, cool. Kindchen, ihr habt euch selbst übertroffen. Ich hoffe, ich werde es eines Tages auch so weit bringen wie ihr. Cool. Ich hätte euch gern an meiner Seite. Bündnis. Euch an meiner Seite zu wissen, gibt mir ein gutes Gefühl. Wenn ich die sind doch beide aus demselben Holz geschnitzt. Meint ihr nicht? Halt die Fresse, ich will reden. Wenn ich die ihm angeguckt habe, Alter, ich will nicht an ihrer Niemand Seite sein. Niemand Rechtschaffenes wird sich uns entgegenstellen. Ha. Euer Kontor ist eine wahre Goldgrube. Ja, freu dich. Oh, geile Bilanz. Wenn ich die jetzt noch... Oh mein Gott. Lassen wir es so, damit die sich mal schön weiterentwickeln. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Angst. Okay, das heißt... Eine Ware wird knapp. Ich krieg... hab bald die Pest am Hals. Welche Ware wird knapp? Nahrung. Okay. Wir haben es uns. Dann werde ich hier mal schöne Rinderfarm machen. So. Ach, ich kann jetzt auch Steinstraßen machen. Dafür müsste ich aber erstmal Stein haben. Aber das ist kein Problem. Warte, womit kann man hier denn... Nee. Ich muss immer noch mit... Rinderfarm. Die Siedlung eines ihrer Mitspieler hat sich weiterentwickelt. Cool. Nein, das war ein Fehler. Ein Warenvorrat geht zur Neige. Stoffe geht zur Neige, das heißt, darf ich gleich auch ausbauen. Oh, oh, Ziegel, ich brauche Ziegel. Erforschen. Unendliche Lehmgrube. Einer ihrer Mitspieler hat eine höhere Zivilisationsstufe erreicht. So, aber mir fehlt jetzt... Zwischen zwei ihrer Mitspieler besteht nun ein Handelsvertrag. Stoffe geht gewaltig runter. Was mir gerade gewaltig auf den Sack geht. Das heißt, ich muss hier nochmal weitere... Schaffarm machen. Oder eine. Reicht auch erstmal. So. Ja, die sollten auch Straßenverbindung haben. Alter, blödes Spiel, lad doch nicht immer. Alter. Lauf mir nicht durch meinen Weg. Jetzt brauche ich aber dringend Steine. Den geht's gut. Aber ich brauche jetzt mehr Stoffe. So. Kauf weg und Einkauf Ziegel. Eine neue Logenaktivität wurde erforscht. Cool. Was ist das? Saboteur. Bombenleger. Nimm ich Bombenleger. Warte, wie war das hier? Anlegestelle, Sprengmeister, Tagebau. Ja, Tieflingo. Den brauche ich aber. Konto was. Einmal. Ziegel 4 brauche ich dafür. So. Da. Ach, Ziegel. Oh.
Geht heutzutage nichts mehr ohne Ziegel, oder wie? Ich gebe denen gleich eine Ziege. Kommt vorbei. Ich könnte nur hereinspazieren. Wo ist der Schatz? Ah, da. Danke an Revolution, der mir gesagt hat, dass ich hier ein Konto bauen muss. Werde ich aber nicht machen. Also, was will der? Scheiße. Ja. Eisen, ich brauchen tun. Oh, oh, was wollen die? Was wollen die? Ja, Nahrung geht aus, Nahrung geht aus. Warum habe ich keine Nahrung? Ich brauche Nahrung. Nahrung, Mann. Freier Händler, nun komm und gib mir Nahrung. Bitte, 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 bitte. Ich brauche Nahrung. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Schaffarm. Warum stellt ihr nichts mehr her? Ihre Bewohner sind unzufrieden und protestieren gegen die Missstände. Warum benötigt... Hä? Benötigt Wiese? Was will das denn? Ja, Entschuldigung, wenn hier mir niemand, wirklich keine Sau, Nahrung gibt. Meine Bewohner gehen zurück, sie sterben. Sie sterben. Sie sterben. Boah, ich habe zwei Nahrung. War noch mal Nahrung. Mann. Ja, ich brauche Nahrung. So hoch wie möglich jetzt. Ein Fischvorkommen ist erschöpft. Welches? Ja, weg damit. Bitte. Kann jetzt mal irgendein... Ein Vulkanausbruch verwüstet eine Insel. Ja, ich will sehen. So. Ich bin so leicht gestresst. Ja. Nee. Ihre Bewohner sind unzufrieden. Ja, protestieren gegen die Missstände. Ja, Entschuldigung. Kann jetzt mal irgendein Händler, Fuzzi, Wichser, komm Ihre und... Ihre Bewohner sind unzufrieden und protestieren gegen die Missstände. Ich ja. bin so froh, dass ihr mit mir Geschäfte macht. Ja, danke. Das bringt mir auch nicht viel, ist eh gleich weg. Ja, 5, 4, 3, 4. Na kommt. Alter, verkauft der freie Händler nicht irgendwie? Es gibt da etwas, das ihr für mich erledigen könntet. Nein, kann ich eben nicht. Weil ich nicht die technischen Mittel dazu habe. Bitte, 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 bitte schnell hinfahren und Nahrung holen. Die Pest bedroht. Tut etwas gegen diese Seuche oder ihr seht mich nicht wieder. Ja. Ja, jetzt auch noch die Pest. Vielleicht solltet ihr wegen der Pest einen Arzt konsultieren. Ich hab's gewusst. Ja. Ich kann meine Schiffe der Pest nicht aussetzen. Es kann sofort losgehen. Alter, ich will von dem haben. Kommt vorbei. Ich könnte eure Unterstützung gebrauchen. Hat er eben nicht noch Nahrung angeboten? Was ist er denn für ein Lulatsch? Hallo, ich brauche Nahrung. Ahoi. Was haltet ihr davon, etwas für mich zu erledigen? Nein. Ahoi. Ihre Bewohner sind unzufrieden. Ja. Und protestieren gegen die Missstände. Haltet doch mal die Fresse, ey. Ach, kommt an mein Herz. Bäh, nee, jetzt erst recht nicht. Ich brauche... Nee, mit dem will ich wohl... Ja, Alter. Freunde ist okay. Es ist mir eine Ehre. Oh, verkauft Nahrung. Verkauft Nahrung.
Verkauft Nahrung. Ich kann den Part jetzt nicht beenden. Warte auf Anweisung. Ich überziehe. Egal, ich überziehe jetzt. Ich kann nicht beenden. Das wäre ein Special-Part nur für euch, weil ich meine Stadt retten muss. Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. Ja, nee. Oh, oh, meine. Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Alter, meine ein Leute, die... Vorrat geht zur Neige. Tabakwaren geht die auch zur Neige. Alter, was ist denn das jetzt? Ey. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Bitte. Seid mir herzlich willkommen. Der Mob ist drauf und dran, ihre Siedlung in Brand zu stecken. Ich möchte Nahrung haben. Alles. Ich hoffe, ihr seht keinen Anlass zur Beschwerde. Es muss über Bord. Kapitän auf der Brücke. So. Ihr möchtet euch sicher in aller Ruhe umsehen. Soll ich euch nicht doch mehr Rabatt gewähren? Nein. Die Segel. Ihre Bewohner werden der Flammen nicht nein, mehr... Nein, nicht auch noch Feuer. Nein, Alter. Panik. Der Mob ist drauf und dran, ihre Siedlung in Brand zu stecken. Panik. Mann, Schiffchen, nun komm. Ich beschleunige doch schon. Alter, gibt's nicht Schiffe mit Lachgaseinspritzung? Die Bevölkerung läuft... Ja, meine Bilanz ist im Arsch, ich verliere, meine Bewohner sterben, es ist Feuer, ja, Holzfällerhütte hört jetzt auch auf, schön, ja, alles fackelt ab. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Raus hier. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Bitte, Nahrung. Ich hab Nahrung für euch. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Oh, ja, komm, kannst du nicht mal die Kusche halten, kannst ey. Du mir vielleicht bei einer kleinen Nein, Kette ich helfe dir jetzt einen Scheißdreck. Eine Produktion kommt zu. Welch freudige Überraschung. Die wollen alle Ziegel einkaufen. Scheiße. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Oh, es brennt alles. Ich werde sowas von abschmieren. Es brennt alles. Na. Ich bin ja so froh, dass bei euch wieder alle gesund sind. Es ist ein Wunder, ihr habt die Pest überlebt. Pest ist weg. Ich denke, das Risiko einer Pest. Ihr seid wieder auf dem Damm. Geil. Dann kann ich mich ja gleich auf den Weg machen. So. Es ist besser geworden. Ich warte jetzt noch. Warum? Ach, die sind voll. Okay. Und warum will Schaffarm nichts produzieren? Wo ist Schaffarm? Ah, nee, das war ja oben, die nichts produzieren wollten. Produzieren die denn? Betrieb benötigt Wiese. Haben sie. So. Bitte, Ziegel, bringt mir Ziegel. Oh. Wo ist hier noch Feuer? Okay, ich sehe schon, ich darf gleich ganz, ganz viele Häuser wieder aufbauen. Okay. In ihrer Siedlung leben nun über 1000 Menschen. Ja, schön. Okay, die Brillanz kann gleich wieder aufdrehen. Und das war mein Action-Panik-Part. Ich warte jetzt noch, bis jemand Ziegel bringt, dann baue ich... Schade, dass hier niemand Interesse an einem kleinen Nebenverdienst hat. Ja, Entschuldigung. Ich habe auch keinen Bock, hier noch Krieg anzufangen mit irgendwelchen anderen Leuten. Kann mir jetzt mal irgendein Spaß Ziegel bringen? Beste Qualität zu fairen Preisen. Ja, aber nicht das, was ich Gute haben will. Geschäft mit euch entschädigt für die weite Anreise. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Ja, bla, will ich gar nicht hören. Mit dem kann ich nicht handeln. Kann ich mit dem handeln? Dass ihr mich auch einmal wieder besuchen könnt. Mann, die wollen alle Ziegel haben. Und was meldet er hier für die Kackenscheiße? Ich baue jetzt erstmal wieder Häuser auf. Das war doch hier, oder? Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Das ist so egal.
zwei Mitspieler lösen ihr Handelsabkommen. Ich bin rundum glücklich hier. Oh. Ey. Das kann's echt nicht sein. Ah, die kann ich reparieren. Oh. Alter. Ich habe aber schon wieder so wenig Nahrung. Aber ich habe Ziege, endlich. Ich kann erstmal hier wieder alles aufbauen. Dann werde ich Rinderfarm weiterbauen. So. Eisen brauche ich auch bald. Rinderfarm, so. Ganz, ganz viel von den netten Häuslein hier. So. Das müsste erstmal für die Nahrung reichen. Feuerwehr kann ich jetzt leider nicht bauen, aber Medikus muss ich ganz dringend, aber ich habe im Moment keine Ziege. Ja, puh. Aber erst randalieren wie so verrückte Wichser. Erstmal hier wieder alles hochpushen. So. Die dürfen sich alle mal wieder weiter wichsen. Denn ziehe ich die mal hoch, damit meine Bilanz ansatzweise wieder gut ist. Der hat auch schon... Aber der hat nicht ganz so viele Bürger. Es ist mir eine Ehre. Ah, er verkauft Nahrung. Okay. Worauf bin ich jetzt am meisten angewiesen? Ein 30-Minuten-Part. Er hat die Pest. Ihr seid mein liebster Gast. Alter, weh, ich habe jetzt mit ihm die Pest. Okay, das regeln wir aber am nächsten Part. Das sind ja schon fast 30 Minuten hier. Also, ja, schreibt bitte in die Kommentare, wie euch das jetzt gefallen hat. Ich bin froh, dass ich das jetzt noch irgendwie hingekriegt habe, sonst wäre das Let's Play wahrscheinlich hier jetzt zu Ende. Oder weiß nicht. Ich weiß nicht, wie schnell man dann stirbt. Ja, ihr dürft euch auf den nächsten Part freuen. Und bis dann, Leute. Ciao.